Hi Leute, ich bin der Jonas oder auch der Blondie. Herzlich willkommen heute wieder zurück am Shield. Vielleicht ist es ja jetzt endgültig zum letzten Mal. Mal gucken. Langsam haben wir ja fast alle Routen abgehakt hier. Und heute geht es um meine Erstbegehung, die ich vor ein paar Wochen klettern konnte, mit dem Namen Steam Briefer. Cool, es ist einfach eine richtig gute Linie und der Fels oben schaut halt von unten aus, als wäre es nicht kletterbar, weil es einfach sauglatt ist. Meine Shield-Geschichte ging tatsächlich eigentlich los mit Astrella, was ja sogar schon derselbe Einstieg ist wie Locomotive Breath und Locomotive Dream und Steam Briefer. Genau, und Astrella war vielleicht sogar meine erste 9-, die ich geklettert bin. Weiter ging es dann eigentlich, wo ich dann hier war, um Locomotive Breath zu probieren. Und da konnte ich dann 2016 eben die erste Wiederholung nach Griffausbruch machen. Ein paar Jahre später, ich meine 2018, war ich dann nochmal da, um die Kombination zwischen Locomotive Breath und Dream On zu klettern. Die Touren kennt ihr ja vielleicht auch schon aus anderen Euroclimbs-Videos. Und die heißt dann Locomotive Dream. Und damals habe ich auch schon immer so gedacht, Locomotive Breath, gibt es ja diese Hakenreihe, die hochgeht bis zu so einem Henkeluntergriff und dann kneift die Tour irgendwie so ein bisschen aus und quert dann sehr, sehr weit nach links. Und geradeaus sah immer super, super blank aus irgendwie. Und ich habe damals irgendwie immer gedacht, boah, eigentlich müsste man das geradeaus hochklettern, aber da hat es einfach nichts, da hat es keine Griffe. Und dann ein paar Jahre später habe ich dann noch so ein bisschen einen kleinen Tipp bekommen vom Eberhard, vom Führerautor. Er ist da schon mal davor gehängt. Und da hat es schon so ein paar Griffe, so ungefähr. Ein paar Wochen drauf bin ich dann davor gehängt und dann habe ich mir gedacht, ja, könnte vielleicht schon gehen. So, und dann habe ich es erstmal aber eine Zeit lang nicht probiert, einfach noch andere Projekte gehabt und dann jetzt praktisch die letzten zwei Winter war ich eigentlich hauptsächlich nur hier an der Tour. Man kommt praktisch von da drüben vom Schüttelpunkt her, hat hier nochmal einen echt guten Henkeluntergriff, klippt erstmal, kann nochmal kurz entspannen, Kopf frei machen für die Krux, einmal joggen. Ein weiter Zug und rechts hoch auf dieses loppige Pinch da oben. Man nimmt die erst so relativ offen mit so einem kleinen schlechten Daumen da auf der Seite. Dann gibt es da drüben so einen kleinen Tog und dann muss man da links rüberziehen, nur so damit man die offene Tür zuhalten kann. Und dann kann man die Füße hochlaufen, links hier hin. Und dann rechts auf den besten Ritt eigentlich in der ganzen Krux, den hier. Der eigentlich ganz gut ist, aber leider schon so ein bisschen abschüssig. Wenn man auf dem Ritt steht, dann hat den Griff ja noch so offen, dann kann man da einmal so mit ein bisschen Schwung, zack, ins Vollaufgestellte gehen. Einfach weil man dann mehr Kontrolle hat und ein bisschen mehr Kraft auf den Griff draufbringen kann. Dann legt man mit links hier so einen Hilock unten, muss die Hüfte ganz weit links lassen und macht so wirklich so diesen Scheibenwischer-Move und kommt hoch. Auf diese Leiste, auf diese abschüssige Leiste. Richtig geiler Griff. Nur leider auch sehr glatt und rutschig, so wie es Shield halt ist. Und dann kann man in der rechten Hand auf diese Delle. Also mit einem Finger nimmt man die und dann stellt man sie so auf. Also ich lege dann den Mittelfinger auf den Zeigefinger und den Daumen noch auf der anderen Seite auf den Zeigefinger. Genau, und das ist eigentlich ganz stabil. Dann kann man die Füße ein bisschen umlaufen. Ich bringe den linken Fuß so ein bisschen rein und dann kann ich meinen rechten Fuß auf den kleinen Tritt da rechts raus bringen und das ist irgendwie fast einer der wichtigsten Züge, den Fuß dahin zu stellen, weil man den sehr gut und sehr präzise treffen muss, weil man dann danach mit Volldruck drauf dynamisch wegzieht und da muss man gut stehen. Genau, wenn man den hat, kann man den linken Fuß nochmal reinbringen und dann ist man eigentlich in der letzten Position für den letzten Zug und geht dann einfach voll dynamisch nach rechts raus. Der linke Fuß kommt dann immer geschossen und deswegen, wie gesagt, ist der rechte sehr gut stehen und dann legt man hier diesen Toke. Ich kann kurz umgreifen auf so einen ganz, ganz kleinen, ist wie unten wieder. Man braucht eigentlich gar nicht viel, einfach nur so ein bisschen was, um die Tür zuzuhalten und dann die linken Füße, die Füße nach rechts rüber zu laufen und dann wird der Griff auf einmal zum Henkel. Dann kann man klippen und einmal kurz die Hand joggen, die rechte Hand jogge ich dann kurz für den Griff ganz oben nochmal. Und dann hat man eigentlich die Krux geklettert und dann ist es oben raus noch irgendwie ein 7A-Boll oder so, der
aber ganz okay, ganz kontrolliert kletterbar ist, wenn man mal ein paar Mal gemacht hat. Also es ist schon, wenn man jetzt so den Kletterstyle von der Tour und so betrachtet, ist es wie alles andere am Shield. Bloß einfach nochmal um ein Vielfaches potenziert. Also es ist einfach der Fels ist sehr glatt. Es ist sehr bewegungslastig, also man muss sehr intelligent klettern, weil man die Griffe immer genau in die richtigen Richtungen belasten muss. Man muss wissen, wo muss die Hüfte hin, damit man die Züge überhaupt hinkriegt. Und wenn man das mal raus hat und verstanden hat, diese einzelnen Bewegungen, dann lassen sie sich relativ gut reproduzieren. Aber es ist wirklich sehr, sehr gutes Bewegungsverständnis gefragt. Und dann in dem Fall halt auch ein bisschen Fingerkraft. Klar, ist ja auch sehr schwer. Ein bisschen so Ausdauer. Man muss schon sagen, man sollte irgendwie Locomotive Breath, den Einstieg sollte man schon klettern können, ohne dass man wirklich platt wird. Am Anfang immer ein bisschen gezweifelt, als er ja noch nicht irgendwie die Krux konnte er lange nicht klettern oder zusammenhängen. Und da die Einzelzüge waren in einigen Sessions wirklich schwer. Und dann, ja, als dann irgendwie auf einmal der Durchbruch kam, war das schon richtig geil. Also coole Züge und auch wie man dann über das Locomotive Breath drüber fliegt irgendwann, das ist schon beeindruckend gewesen. Also letztendlich war dieses Jahr das Entscheidende, dass Ende November, Anfang Dezember eben die neue Beta rausgefunden habe mit diesem kleinen Tritt mit dem dynamischen Zug rechts raus, weil ab da an habe ich es dann irgendwie regelmäßiger geschafft, auch diesen Boulder zusammen zu linken. Das habe ich mit der alten Beta auch mal geschafft, aber echt nicht oft, 2-3 Mal oder so, war immer sehr unsafe. Und dann war es sehr lange sehr schlecht von den Conditions her, im Dezember und am Anfang Januar. Und jetzt im Februar hatten wir dann echt ein paar Wochen dabei mit sehr, sehr guten Conditions. Und da ging es dann irgendwie einfach sehr, sehr schnell mit der neuen Beta, dass ich gemerkt habe, ich kann den Boulder oben rauslinken, eigentlich fast jede Session machen. Und dann bin ich, das hat mich selber sehr überrascht, in der Session, bevor ich es durchgestiegen bin, 3-mal eben hochgekommen an diese 2 Griffe und bin an dem Zug rechts rausgeflogen, an dem Kruxzug. Und bin am Sonntag schon hingefahren, so mit dem Ziel, okay, heute gebe ich richtige Durchstiegs-Goes, heute habe ich echt eine Chance, dass ich es mache. Und dann mich aufgewärmt, habe mich eigentlich ganz gut gefühlt und habe es dann tatsächlich im allerersten Go direkt gemacht. Das lief super, super gut, der Go unten durch. Auf geht's. Alle. Auf geht's.
Alle. Auf geht's. Vollgas. Jawohl. Und oben hatte ich dann fast sogar ein bisschen taube Finger, aber es ist eigentlich nicht so schlecht am Stiel, solange die Finger noch warm sind, wenn die Haut ein bisschen kalt ist für die Reibung. Und habe den Zug dann einfach gestickt, gerade so, und dann, ja, dann bin ich einfach oben durchgekommen, hatte noch die Power. Ich war schon so, habe schon gemerkt, oh, ich bin platt, ich muss schauen, hatte ein bisschen Schiss in dem Moment, wo ich an dem Henkel drin war, aber ja, das ging dann echt gut. Hallo! Geil! Der Vorschlag ist jetzt glatt 11. Tatsächlich muss ich schon so sagen, ich bin ein bisschen am Hadern, am Zweifeln, weil es jetzt doch halt so super schnell auf einmal ging. Aber letztendlich muss man schon auch irgendwie dazu rechnen, dass das jetzt 2 Jahre mich beschäftigt hat und ja, ich mich auch insgesamt das Jahr fit gefühlt habe. Und man muss schon auch sagen, es ist einfach auch gut mein Style. Also mir liegt diese senkrechte Kletterei, so die sehr technisch ist, schon ganz gut. Züge sind auch nicht so ganz unweit. Ist auf jeden Fall noch mal cooler als Frühling in Paris nebenan. Das ist einfach, Fels ist gigantisch und mir persönlich haben die Züge extrem viel Spaß gemacht. Und auch, dass es eben so technisch ist und dass man sich so ein bisschen reintüfteln muss. Irgendwie die Erfahrung zeigt die letzten Jahre, wenn man mit offenen Augen da durch die Welt geht, man findet immer wieder irgendwie was, wo man davor nie gedacht hätte, boah, da hätte man immer davor gesagt, ja, also da geht doch nichts mehr, ist doch schon alles gemacht, was da geht. Und irgendwie, man muss immer ein bisschen suchen, ein bisschen neugierig sein und dann einfach auch ein bisschen Zeit investieren und einfach mal einen Tag lang rausfahren und einfach nur durch den Wald stapfen und sich dann den Fels anschauen. Und manchmal findet man was, manchmal nicht. Wo ihr auf jeden Fall was findet, ist hier auf unserem Kanal, nämlich jeden zweiten Freitag neue coole Klettervideos aus der Region. Und wenn euch die Videos gefallen, dann klickt gerne auf den Abo-Button und teilt sie auch mit euren Freunden. Hier gibt es außerdem noch 2 weitere Videos von uns. Einmal hier den Blondie in Sueño de Paz, einer weiteren 9A von ihm am Bärenkopf im Altmühltal. Und hier mich in der Locomotive Dream, der zweitschwersten Tour am Schild. Zu guter Letzt möchten wir noch einen Dank in eigener Sache aussprechen. Neben dem Abo-Button gibt es nämlich einen weiteren Knopf, Mitglied werden. Dort könnt ihr uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Wir haben das Ganze noch nie beworben oder erwähnt und dennoch haben sich 3 Leute dafür entschieden, uns zu unterstützen. Ein großes Dankeschön an Christoph Skrax und einen anonymen Nutzer. Ihr habt dadurch keine weiteren Vorteile, aber ihr unterstützt uns bei der aufwendigen Produktion von den Videos. Wir wünschen euch allen noch ganz viel Spaß beim Klettern und bis bald wieder hier auf Euroclimbs. Ciao!